Sehr geehrte Damen und Herren, hier ist wieder Alex T. Fenris für euch, der dritte Spieler. Ein neues Video aus unserer Reihe Let's Play Irgendwas. Und irgendwas ist in diesem Fall Eldritch von Minor Key Games. Es ist irgendwie so eine Art fürs... Ach, wir schauen einfach mal rein. Es hat irgendwie was Lovecraft-eskes und damit hat es bei mir eigentlich schon gewonnen. Okay, gewonnen. Wollte ich gerade sagen. Das ist mal eine Bibliothek. Okay, viele Bücher. Irgendwas ist da hinten und es gefällt mir nicht. Ich kann die Lampe ausmachen. Oh, das ist gut. Mhm. Eldritch Library. Borrow. Ledger. Okay, Item Number. Bin mir nicht sicher, ob mir das jetzt hier weiterhilft. Gut, dann schauen wir mal, was uns in diesem Spiel hier so... What the fuck? Okay, das könnte interessant werden. Explorer's Journal, page 2. This library seems to go on forever. I'm no longer certain that there is a way out. It feels as if I am someone relieving the same experiences day after day endlessly. Und so weiter und so fort. Ich frage mich jetzt, ob das jetzt das Buch ist, das ich geschrieben habe, oder jemand anderes. Vielleicht hat das jemand aus dem Saarland geschrieben, ich weiß es nicht. Okay, kleiner Scherz am Rande. So viele Bücher. Press space to jump. Okay, Tutorial Section. I like that. Okay. Wir können crouchen. Artifact. Pick up. Extraterrestrial stone carvings. A main resource in this world. You can purchase goods with them or spend them to... Okay, cool. Magical powers. Pick it up. Könnte wahrscheinlich auch einen Controller anschließen. Okay. Nehmen wir das erstmal mit. Cool. Okay, das haben wir. Was sagt uns dieses Buch? Sprinten. Sprinten und Crouch. Power Slide. Cool. Okay, das könnten noch ein paar witzige Manöver werden. Okay, gut. Alles klar. Lean left, lean right. Ah, super. Anlehnen und gucken um Ecken. Gut, wollen wir das eben auch nochmal kurz ausprobieren. Now you see me, now you're dead. Alles klar, das scheint zu funktionieren. Dem Braten da hinten traue ich noch nicht so ganz. Dem Braten hier auch nicht. Was ist das? Bank Chest. Deposit your artifacts. Oh! Ist das Ding hier sowas wie ein Hub oder wie? Baked Meat. Ich schätze mal, das Zeug ist, um irgendwie meine Lebensenergie aufzufrischen. Nicht, dass ich das jetzt irgendwie gebrauchen würde, aber... Ha. Okay. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Okay, das ist eine Frucht. Danke, Spiel. History of the Library. The Old Ones. Oh, es ist von den Alten die Rede. Alles klar. Cthulhu Mythos und
Lovecraft-eske Gestalten, Albträume. Es ist alles hier. The Secret World meets Minecraft. Okay, zumindest von der Optik her sieht das so ein bisschen Minecraft-esk aus, aber ich glaube, das Spiel hat sowas von gar nichts mit Minecraft zu tun. Aber interessant, wie das Ganze hier gebaut ist. Vielleicht ergibt das hier noch irgendeinen Sinn. Gibt's Fall Damage? Ja, gibt es. Nicht die beste Art und Weise, das herauszufinden. Okay, das hat funktioniert. So, gucken wir uns mal die Bücher an. Not a place of honor. Terrible power is contained within this volume. Has been sealed by the soul of Nyarlathotep. Okay. Oh, come on. Alles klar, jetzt wird's borderline creepy. Explorer's Journal, page 1. Nehmen wir uns mal den Kompass. Ein seltsamer Ort. Alles klar, da hinten war was. Ja, da ist definitiv was. Kann ich es hauen? Ich habe keine Waffe. Es wird sich jetzt eh umdrehen und mich sehen und dann... Wie läuft das Ding? Also das muss man dem Spiel mal lassen. Für die, ich sag mal, eingeschränkte Optik hat das Ding richtig guten Sound. Oh no. Oh yeah. Come on. Platsch. Loot. The enemy may respawn somewhere in the level. Okay, ich habe Munition oder sowas. What? Ja, klasse. Random Geräusche in meinem rechten Ohr. Sache mit dem Fallschaden überlege ich mir zweimal, ob ich dann mal eben so nach unten hüpfe. Andererseits, das Ding hier sieht auch nicht besonders einladend aus. Andererseits, joink, plöng. Aha. Oh no. Okay, alles klar. Das hat's auf mich abgesehen.
Mir gefällt dieser Raum nicht. Ah. Aber ich kann die Sachen hier zurücklassen. Okay. Locked Iron Door. Natürlich fehlt mir der Schlüssel. Was zum Geier ist das? Baked Meat. Nom nom nom. Okay. Ich will ja nichts sagen. Aber... Ja, jetzt soll ich irgendeines von diesen Dingern hier anbeten, oder wie? Finde ich denn das? Was ist das da hinten? Ich kann das nicht sehen. Ich bete es einfach mal an. Was kann schon passieren? You see with the special power from the old ones. Oh, nice. Press cloak yourself. Okay. Jetzt kann ich mich unsichtbar machen. Okay. Das hier ist so ein Baum mit Nüssen. Das ist ein Baum mit Nüssen. Okay, vielleicht noch nicht. Vielleicht habe ich gelogen. Vielleicht ist es kein Baum mit Nüssen. Oh, verdammt. Können die Dinger eigentlich klettern? Hüpfst du hier hoch, oder? Batz. Weg damit. Zweimal Ammunition. Okay. Und oben rechts haben wir schon mal die Karte. Und irgendwo wird wahrscheinlich ein Schlüssel sein, um hier weiterzukommen. Oh. Knife. Jetzt fühle ich mich doch zumindest ein bisschen wehrhafter. Ah. Es sieht mich, es kann Höhenunterschiede überbrücken. Okay. Zwei Treffer mit dem Messer und das Ding ist passé. Das ist interessant. Mein Geschmack respawnen mir die Viecher ein Ticken zu schnell. Was ist das? Oh. What are you? Irgendetwas sagt mir, ich sollte es töten. Ja. Und ich tat gut daran, es zu töten. Okay. Noch in Deutsch. Dynamit. Baked Meat. Ich lasse mal den Revolver. Und wie kommt einem hier jegliche Orientierungssinn abhanden? Sehr seltsam.
Wait a second. Was ist das? Ein Raum. Oh, klasse. Pile of Artifacts. Ein Stein. Ah, das ist mir der Dolch noch fast lieber. So, bloß das Ding ist wieder da respawned. Okay, das ging fix. Das ging zu fix. Ah, oh, come on. Klatsch. Das hat sich ja richtig gelohnt. Mama sagt mir, es sollte sparsamer mit der Munition umgehen. Oh, come on. Die Tür war zu, du hättest mich nicht sehen dürfen. Okay, wir halten fest, Eldritch mogelt. Auf die schlimmstmögliche Art und Weise. Natürlich ist diese Tür zu. Das können wir mitnehmen. Tja. Eins muss ich den lassen. Interessantes Level-Design. Okay, das Geräusch wird lauter. Komisches Knistern. Okay, es war eine Spinne. Was denn noch sonst? Aber es hat sich gelohnt. Nee, es ist keine Spinne. Dafür hat es zu wenig Beine. Steine, wir haben Flaschen, wir haben Messer. Aber wo zum Geier? Nur was zum Beten. Ah. So, was ist das hier? Ich kann es nicht lesen. Ein Händler. Er soll mich nicht töten. Okay. Ein Schlüssel. Ich kann noch einen zweiten Schlüssel kaufen. Ah, ich mach's mal. Warum auch nicht?
Okay. Jump Boots. No. Was ist damit? Stealth Boots. Nope. Revolver. Wie viele Revolver liegen hier rum? Das ergibt doch keinen Sinn. Ein paar Sinn. Ein paar Kugeln würde ich gerne, aber na. Was soll's. Ah. Ist hier wer? Nope. Ich habe Glück. Oder auch nicht. Da komme ich nicht lang. Springy Statue. Pray. Ah, was soll. Okay. I see. Neue Power. Okay, gut. Ich kann jetzt überspringen. Gewissermaßen. Das wird mir noch nützlich sein. Das heißt, wenn ich den ganzen Spaß hier überleben sollte. Ja. Feindkontakt. Ah. Hab ich zumindest hier Ausgaben für das Hüpfen wieder drin. Was ist da unten? Bin mir nicht sicher. Da hinten war doch irgendwo eine Tür. Das heißt, wenn ich jetzt noch wüsste, wo da hinten ist. Ja, da. Okay. Oh mein Gott. Beute. Das läuft ja richtig gut. Okay. So. Gar nicht mal so schlecht. So, das legen wir mal zurück. Habe ich den getötet? Habe ich den schon gelootet? Wenn ja, warum? Und wenn nein, warum? Oh. Na. Das ist jetzt nicht wahr. Okay, wo war nochmal der Shop? Ah, da, Karte. Ich vergaß. Okay, hier bin ich wieder. Und kaufe einen Schlüssel.
So. Was ist dahinter? Ah, wait a second. Tot. What the? Alles klar. Es waren zwei von der Sorte. Es hat versucht, mich reinzulegen. Okay, ihr habt's alle gesehen. Oh. Gut. Kommen wir doch mal. Ja, ist klar. Das hat sich ja richtig gelohnt. Hm. Das hier hätte jetzt auch gerade ziemlich schief gehen können. Und glaube ich, dass das, was ich jetzt vorhabe, ziemlich schief gehen wird. Oder auch nicht. Aber jetzt bin ich wieder ohne Schlüssel. Oh, es ist tot. Was ist passiert? Keine Ahnung, aber ich nehme mir das, was dir gehörte. Okay. Hm. Das ist bizarr. Ich mag es. Die sind tot. Das ist ein Springbrunnen. Warum? Ah, ich versuch's mal. Quaffing from a fountain will restore some of your health and extend your maximum health. Okay. 4 von 4. Oder so. Oh ja. Tot. So. Hä? Der auch. Bekriegen die sich hier gegenseitig? Was hat das damit auf sich? Und wieso haben die Illuminaten wahrscheinlich nichts damit zu tun? Ah, come on. Der Trick ist ziemlich praktisch. Schlüssel! Ich mag Schlüssel. Okay, eins ist sicher, hier bin ich nicht alleine. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt auch nicht, was in diesem Spiel schlimmer wäre. Oh. Versteht mich nicht falsch, es ist kein Horror im eigentlichen Sinne, aber so ein permanentes Unwohlsein. Okay. Das lief besser als erwartet. Wobei, nö. Dynamit. Zeug.
Schlüssel habe ich ja jetzt genug. Oh. Das ist gut. Und irgendwas öffnet hier wieder Türen. Klar. Oh. Lohnt sich ja richtig. Bisschen looten. Bisschen was vom guten looten. Okay, der war schlecht. Ich entschuldige mich für alle schlechten Wortwitze während dieser Episode. Okay. Noch so eine Leiche. Nur was hat es... Ah, klasse. Ah, alles klar. Muss ich mich immerhin nicht selber darum kümmern. Und ich glaube, hier geht es in den nächsten... Ja, Tatsache. Nächster Abschnitt. Und, oh, crap. Hi. Dude! Cereal! Das ging einfach. Okay, also werfe ich den Leuten einfach mal eine nutzlose Knarre an den Kopf. Sobald ich keine Munition mehr habe. Das ist beruhigend. Wobei, nein. Okay, ich kann wieder schießen, aber ich habe keine Knarre. Wer denkt sich denn sowas aus? Und was haben die Illuminaten damit zu tun? Okay, kleine Scherz am Rande. Da. Oh, die Pistolen beinhalten auch Munition. Das lief ja gut. Das habe ich ja toll hinbekommen. Tag. Tschüss. I don't like this. Und jetzt wird das Ganze eine ganze Spur ekelhafter. Oh no. Tu mal nicht so. Weißt, was du mir ins Leder willst. Brauchst gar nicht so scheinheilig, nett, freundlich irgendwas zu tun. Und du auch. Ja, ihr alle. Okay. Jetzt klingt das Ding genuinely creepy. Ich könnte schwören, ich bin hier überall schon gewesen. Sieht alles sehr, sehr vertraut aus.
Ich könnte schwören, den hätte ich gerade eben auch schon erledigt. Ah, komm. Ah. So. Das hat funktioniert. Das nehme ich auch noch mit. Nicht gut, ich habe keine Munition mehr. Das muss sowas von schief gehen. Kommt es. Oh, verdammt! Okay. I just nope this. Wobei, save. Ich hoffe, ich speichere das. Ich spiele das später weiter. Meine Güte, macht Laune. Macht mehr Laune, als es aussieht. Haha. Könnte ich mich dran gewöhnen an das Spiel. Dass die Minecraft-Optik langsam so ein bisschen overused ist, habe ich ein bisschen das Gefühl. Aber ansonsten, Eldritch, Daumen hoch. Wer so ein bisschen auf diesen Vibe abfährt, dieses Chaos, dieses Cthulhu-Mythos, H.P. Lovecraft und so weiter. Guckt euch das Ding mal an. Es lohnt sich. Ja, das war's von mir an dieser Stelle. Herzlichen Dank, dass ihr eingeschaltet habt zu Let's Play Irgendwas. Und irgendwas war heute Eldritch von Minor Key Games. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Alex Tifenris und wir sehen uns beim nächsten Mal.